Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge. Und in der feiern wir, langsam realisiere ich es auch, unseren Aufstieg in die dritte Liga, der uns natürlich für viele Aufgaben, vor viele Aufgaben stellt, mit unserem Verein Memmingen. Jawohl. Und ja, nächster Gegner ist Wilzing. Jano Frese wird gefördert, das ist für mich in Ordnung. Und wir haben jetzt jede Menge Kleinigkeiten zu tun, die wir aber nicht vergessen dürfen. Bei den Verträgen, da laufen die älteren Herren aus. Das hatten wir, glaube ich, gestern schon geschaut. Wir müssen noch die Jugend hochziehen und fördern. Noel Huhn, 3,9er Innenverteidiger. Und Günther Greb, ein Stürmer mit 18 und respektive 19 Jahren, Kreativ- und Teamspieler. Die richtigen Juwelen, die kommen dann langsam und sicher da hinten und hier spawnt nichts mehr. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht eine Rückstellung dann machen für die nächste Saison, dass wir mehr Baubudget haben. Wir haben ja in der Tat auf unserem Clubgelände schon einen Fanshop. Für 900 Fans haben wir einen Fanshop für 800.000 gebaut. Also wir nicht, sondern wer auch immer diesen Verein vorher geführt hat. Ja. Der Fanbetreuer macht gute Arbeit, das ist schön. Das hat bis jetzt dann noch nicht so gut geklappt. Wittenbergbach hat keine Trikots verkauft. Das wundert mich ein bisschen. Der ist doch Top-Scorer oder Torschütze. Ja, Bandenwerbungsverlängerung und so, das machen wir jetzt auch nicht, denn die, wenn wir in der nächsten Liga sind, werden wir wahrscheinlich bessere Angebote bekommen. So ist es normalerweise zumindest. Okay, Fanclub besuchen wir, Bandenwerbung verlängern wir nicht, Gehaltserhöhung. Abteilungsleitersuche machen wir auch im nächsten Jahr, vielleicht kriegen wir da sogar bessere. So, dann. Über- und Unterzahl, Torabschlüsse. Wir wollen wirklich diese Torjägerkanone, die wollen wir jetzt auch noch haben. So als kleines, als kleinen Bonus. Noel Huhn. Okay, ich verletzt, kein besonderes Talent. Innenverteidiger mit 1,94. Und aus dem Zweikampf, Aufbauspiel, Stellungsspiel, aus dem könnte was werden. Vielleicht nicht bei uns unbedingt. Ich werde dich langsam aufbauen, gefällt dir das? Ja. 23.000 pro Jahr. Ich meine, wir gehen schon davon aus, dass er schnell wachsen wird und dann müssen wir nochmal nachverhandeln. Aber was das Problem ist, wenn wir jetzt nicht mit ihm verhandeln, dann werden wir den Malus haben, als schlechter Verhandler zu gelten. Und wir kriegen dauernd die Meldung, Noel Huhn verdient zu viel. Und das wollen wir nicht. Er bleibt bis 29, 4 Jahre. Passt für mich. Und wir sollten ihn ja auch direkt, vielleicht beide neue heute schon einsetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Hieß es, ein Spieler muss es schaffen, 5 Spiele zu haben oder insgesamt 5 Spiele von 9 Spielern? Ich weiß das nicht mehr. Du wirst langsam aufgebaut. Verhandeln, passt ihm das? Er kommt uns entgegen. Ja, 21 macht er. 5.000 Budgetbelastung. Ist okay für mich. Karl Kainz hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Ja, den hätten wir auch einsetzen können. Ne? Dann haben wir auch nochmal einen Jugendeinsatz. Ich weiß nicht, das gibt vielleicht 5 Punkte Verlust beim Vorstand und der ist ja wohl happy, dass wir aufgestiegen sind. Also das will ich doch zumindest mal hoffen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Günther Greb. Es tut mir leid, aber diese niedrige Nummer hast du dir nicht verdient. Günther, Wolfgang Manns, der gute Eindruck bestätigt sich. Sehr schön. Ist ein Tor von uns dabei? Nein. Ich hätte ja echt gedacht, dass das eine von Billig drin wäre. Jan Starke.
auf dem Weg zur 7. 30%. Der Neuzugang. Und ja, Fanclub ist happy. Das ist ja auch was wert. Vierte Liga Bayern. Zweitletzter Spieltag. Aufstieg ist sicher. Wir können jetzt ein bisschen experimentieren. Ich hoffe, dass das dann keinen negativen Effekt hat, wenn wir mit einer Niederlage oder einem Unentschieden in die Saisonpause gehen. Gegner unauffällig. Schlecht besetzt hier. Tischbaum überwindbar. So. Wir geben Tosell eine Pause, damit Wittenberg glänzen kann. Wir schneiden wirklich alles auf Wittenberg zu. Er ist übrigens Rechtsfuß. Greb ist beidseitig, das würde dann passen. Baumbach soll ihn bedienen. Poser auch. Bilic auch. Bilic könnte auch noch in den Scoren ganz hoch kommen. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir geben aber auch Huhn seine erste Chance. Adams darf sich ausruhen. Und Monitor geht auf die Bank. Auf die Tribüne. Der ist aber schon blau, ne? Also der muss noch... Der muss noch ein bisschen. Vinados lassen wir mal drin zur Sicherheit. Dann wird das schon eine enge Kiste hier. Aber wir haben ja noch Einsatzpunkte, die sollten wir auch auf jeden Fall verwenden. Wir ziehen alles auf den Stürmer. Und über die Seite. Das wird Bilic natürlich nicht passen, aber der rückt ja dann auch immer rüber, haben wir schon gesehen. Und wir schaffen das heute. Wir haben ja eh noch Punkte, warum soll man sich nutzen? Noel Huhn. Viel Glück. Und Günther Greb. Viel Glück. Langbein ist auch mal wieder drin. Viel Glück. So, haben wir eine Schwachstelle ausgemacht. Yannick Stobbe in der Innenverteidigung vielleicht. Und wir nehmen das schon ernst. Wir wollen hier ein Schützenfest haben. Los geht's. Zwei neue Jugendspieler im Einsatz. Es wird spannend. Hier vor 3000 Zuschauern. Ich meine, die Zuschauerzahlen sind leicht gestiegen. Es wäre zumindest toll. Wir haben einen Heimvorteil und wir haben ein bisschen Überhand beim Ballbesitz. Freistoß durch Baumbach. Der versucht es direkt auf Kirschbaum. Alles gut, alles sicher. Und weil es so schön war, nochmal Baumbach. Wir hatten doch eigentlich Baumbach nicht für Freistöße vorgesehen. Sondern eigentlich sollte das doch Wittenberg machen. Aber irgendwie macht das Spiel immer, was es will. Wir hatten es extra umgestellt. Naja, da muss er es halt auf dem Platz machen. Huhn jetzt zum ersten Mal zu sehen. Ruzicka spielt weit nach vorne, findet Wittenberg. Ah, der kann den Ball nicht richtig verarbeiten. Pressingphase jetzt, obwohl wir eigentlich nicht so weit aufgedreht haben. Greb, Baumbach und Poser an die Latte. Langbein, weit raus. Aber er ist sichtbar. Der neue Jugendspieler Günther Greb ist sichtbar. Vielleicht schafft er sogar eine ganze Partie. Und leider, leider, leider den Ärmel noch dran gehabt. Eigentor wird hier gewertet. Und Baumbach schießt den Freistoß. Auch das haben wir so nicht eingestellt. Ich bin verwirrt. Das wäre Wittenbergs Tor gewesen. Ich weiß nicht, warum das Spiel es umstellt, an welcher Stelle wir das noch sagen müssen, dass das Spiel das nicht tun soll. Wir haben es ausgestellt bei Trainer, Co-Trainer stellt ein. Vinados muss hinter sich greifen. Kröger, Ergebniskorrektur.
Allerdings geht die Führung, würde ich sagen, völlig in Ordnung. Und ja, wenn jetzt noch immer nicht klar wäre, wo wir am Ende der Saison stehen, beziehungsweise am Anfang der nächsten Saison, spätestens jetzt sollten wir gezeigt haben, was wir alles angemeldet haben hier. Ja, das ist verwirrend, warum die Einteilung nicht übernommen wird. Huhn und Greb können weiterspielen. Greb, das kannst du besser. Du bist Jugendspieler, du hast das bei uns gelernt. Aber er hat auch Schwächen mitgebracht. Huhn auch. Das kannst du besser. So, zweite Halbzeit. Schöne Partie. Bayreuth führt auch gegen Nürnberg 2. Als wäre das noch wichtig. Vielleicht kriegen wir nochmal... Greb! Da ist die erste Chance unseres Youngsters. Vielleicht kriegen wir nochmal am Tisch 3 Punkte abgezogen. Dann geht's nochmal drum, aber wir haben in der Saison ja jetzt nicht irgendwie... Wir sind ja nicht irgendwie aufgefallen durch irgendwas. Und ich glaube, die Funktion gibt es auch im Spiel gar nicht. Ecke. Baumbach. Zumindest das passt. Tosell jetzt drin. Huhn übers Tor. Haben wir noch einen Rotschopf. Wir müssten mal gucken, dass die Spielerporträts und die Spieler im Spiel mal angeglichen werden. Wir haben ja mit Siems und Baumbach, wollte ich gerade schon sagen, mit Siems und Bilic auf den Flügeln auch 2 Rothaarige im Spiel in der 3D-Ansicht. Nochmal Einwurf Baumbach. Posa Ruzica, Tor! Da holt er sich nochmal eine Bude. Rückt immer gut mit nach vorne. Machen. Adams macht's auch. Aber der darf heute ja mal aussetzen. Nächster Angriff, Memming. Über Posa auf Baumbach. Sehen wir hier schon eine erfolgreiche Drittligamannschaft? Man weiß es nicht. Posa, ja, der hat in der Vergangenheit mal besser verwandelt. Und Wilzing ist aufgewacht, will es auch nochmal wissen. Aber Hartmann verliert den Ball gegen Bilic, spielt weit vor auf Wittenberg. Mach es, Junge! Nein! Leider nein. Die Torjägerkanone. Die Vorentscheidung könnte schon gefallen sein. Den Bayreuth führt und wenn Wenzel oder wie er heißt da gut vorgelegt hat, Baumbach. 10. Tor. Da wollte ich ihn eigentlich haben. Eigentlich wollte ich ihn mehr im Spielaufbau nochmal haben. Im Bedienen der Spitzen. Aber wenn er es selber macht, es soll mir recht sein. Bei den Elfern allerdings bin ich nach wie vor irritiert. Hat vielleicht der Co-Trainer wieder irgendwas entschieden. Habermann verliert den Ball gegen Posa. Schnell auf Wittenberg. Der bedient Siems. Kommt nicht richtig hinter den Ball. Es bleibt beim Verdienten. Nach Chancen 5:1. Und beide Jugendspieler genießen hier ihre erste Partie. Baumbach eine glatte 1, Ruzica eine 1. Langbein bedankt sich, ist glücklich. Und bekommt einen Punkt Zufriedenheit. Super. Hat super gespielt, Langbein. Huhn 3,5, Greb 3,5 und eine gelbe Karte. Aber auch mit Köpfchen schon eine Torchance gehabt. Schumann und Distler haben getroffen. Noch bleibt das Rennen offen. Noch bleibt das Rennen offen um die Kanone. Kmet heißt er. Weigel gut gespielt. Baumbach, Ruzica. Diese Spieler sind einfach eine Bank. Ja, und jetzt geht's nochmal drum. Habe ich da was falsch eingestellt? Ich weiß es wirklich nicht. Günther Greb ist auf dem Weg zu 4. Und Noel Huhn auch schon auf der Hälfte. Miguel Bruder können wir natürlich auch nochmal bringen, aber jetzt geht's drum. Die Torjägerkanone. Was können wir noch optimieren? Timon Köhl, 13 Jahre. Eine 3. Was können wir da noch optimieren, damit er das schafft? Kriegen wir ihn noch auf eine
Stufe höher. Wo ist er denn überhaupt? Wittenberg, nee. Der kriegt jetzt noch Schusskraft dazu. Und wir spielen gegen Bamberg. Ich dachte, wir hätten das letzte Spiel gegen... Ich bin... slightly irritated. Wann haben wir denn gegen Bayreuth gespielt? In der Rückrunde. Ich dachte, das wäre das letzte Spiel gewesen. Wann war denn das? Bin ich schon so verwirrt? Warte mal. So, Rückrunde. Bayreuth führt. Bayreuth. Regensburg. Aschaffenburg. Augsburg. Hä? Wilzing. Bamberg. Da haben die gegen Bamberg gespielt. Bayreuth München. Bayreuth. Hillertissen. Ingolstadt. Was? Geht die Rückrunde vor der Winterpause los oder bin ich besoffen? Also das eine kann nicht sein, das wissen wir schon. Da. Am 14.12. Bayreuth hat gewonnen. Am 20. Spieltag. Bayreuth-Garching. Und unsere Saison ging los mit Bavaria München. 34. Spieltag. Memming, sind da Spiele verschoben worden oder bin ich jetzt irgendwie, habe ich Lack gesoffen? Der 17. Spieltag müsste doch dann auf der Hälfte sein, wenn ich jetzt total blöd. Memmingen-Wilzing. Das war das zweite Spiel. Da sind Spiele verschoben worden, oder was? Augsburg. Wilzing. Bamberg. Am 17. Spieltag gegen Bamberg, ne? So. Und hier auch. Am 17. Spieltag gegen Bamberg. Wir haben am dritten Spieltag 0-4 gegen Bayreuth gewonnen. Okay, da war's. Wir haben schon gegen gespielt. Aber wieso bin ich denn auf die komische Idee gekommen? Das Memming. Komisch. Okay, ich bin nachhaltig verwirrt. Wir spielen gegen Bamberg. Ja. Wittenberg soll, wie gesagt, die Torjägerkanone bekommen. Wir gucken jetzt nochmal. Unter Takt. Nein. Aufstellung. Aufgaben. Er hat das wieder umgestellt. Der Co-Trainer hat es umgestellt. Warum? Wir haben das ausgemacht, dass er das machen soll. Co-Trainer macht Aufstellung. Besetzt die Bank. Soll er machen. Verteilt Aufgaben? Nein. Bestimmt Taktik? Nein. Stellt Team ein? Nein. Wechselt aus? Nein. Vielleicht macht er das in dem Zuge. Ah, und der Strafstoß war da, der ihn zumindest rangebracht hätte. Er war da. Ärgerlich. So, wir haben die Jugendspieler hochgezogen. Wir schicken nochmal Ruzica.
und einen Präsentkorb. Direkt hinterher. Ihr wollt nicht Hotzika, ihr wollt die Bananen. Von mir aus. Olli Kahn hätte sich gefreut. Ja, das lassen wir. Wir machen gegebenenfalls eine Rückstellung für Ausbau des Geländes oder des Jugendcamps. Oder wir bauen ein zweites Jugendcamp in einem südafrikanischen Land. Hünal und Heinzelmann müssen auch nochmal spielen, damit die halt happy sind. Renat Masur wünscht sich eine Gehaltserhöhung und wir bereiten uns trotzdem auf Bamberg sauber vor. Mit Zweikämpfen, Freistößen, Einwürfen und Ecken in den Strafraum. Ja. Ich habe wirklich gedacht, dass wir am letzten Spieltag gegen. Die ganze Zeit habe ich das gedacht. Ich hätte vielleicht einfach mal nachgucken sollen. Yo. Jugendtrainer möchte mehr Geld haben. Eine Motivation ist nicht gerade hoch. Da müssen wir gucken, ob wir nächste Saison mit besserem Budget vielleicht jemand Besseres finden. So. Ich hoffe, bei dem anderen habe ich, glaube ich, falsch geklickt. Ich habe sofort oben drauf geklickt. Fanclubs freuen sich. Wir erhalten einen Managerpunkt. Und dann geht's zum letzten Spiel. Zur Abschiedstournee für den einen oder anderen Spieler auch. In Bamberg. Vor 2600 Zuschauern, die hier einen Drittligisten sehen wollen. Ich nenne mich einfach mal so. Das nehmen wir uns einfach mal raus. Da sind wir einfach jetzt mal schon mal so ein bisschen forsch, würde man, glaube ich, sagen. So. Aufgaben verteilen. Ecken. Elfmeter. Wittenberg. Freistoß. Wittenberg. Freistoß. Wittenberg. Freistoß. Wittenberg. Elfmeter ist, glaube ich, das Wesentliche. Und bei den Ecken. Kann denn jemand hier gut ecken? Und die soll. Die soll Baumbach machen. Tosell soll da vorne drin stehen. So, auf der rechten Seite. Dann, wir haben gesagt. Hünal. Evers. Die bekommen auch nochmal Spielpraxis. Und Heinzelmann. Nur Kästner hat in dieser Saison keinen Einsatz gehabt. Alle anderen konnten sich zeigen. Ja. Jetzt geht's drum. Wir wollen uns nochmal von unseren Fans hier gut verabschieden. Heute zählt nur diese eine Aufgabe. Die Spieler werden mich dafür völlig nicht ernst nehmen. Das ist mir aber okay. Egal. Holzner wird komplett ausgeknipst. Und der Schwachpunkt ist links außen. Würde ich sagen, und heute machen wir ein Spiel, wo alle stolz drauf sind. Und dann Ünal. Deine Schnelligkeit bringt uns weiter. Evers, das wird heute dein Tag. Heinzelmann, deine tödlichen Pässe werden uns helfen. Ohne Bilic. Eigentlich müssten wir Bilic wegen der Scorerliste noch bringen. Wir gucken gleich mal, wie weit er weg war. Torjäger. Da würde es halt drum gehen.
Bei Skora bin ich mir gerade nicht sicher. Die sehen wir hier nicht. ...32 Spiele, 16 Tore in der letzten Saison. In dieser sind es nur 9. Der hat 16 Tore in der letzten. Also ist echt... 2 Vorlagen. 7 zu 9. Nehmen wir ihm gerade die Scorer-Chance? Ich hoffe nicht. Wir bringen ihn zur Halbzeit rein. Dann machen wir es so. Dann ist er frisch. Dann kann er mal aufdrehen. Und wir spielen die Mannschaft ja eh rund. Wir haben wenig Künstler. Das heißt, bei Neuverpflichtungen sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf achten, dass wir noch mal Künstler dazukommen. Rudzicka ist der Einzige gerade im Team. Aber wir spielen auch gerade nicht gerade in Idealbesetzung. Jetzt geht's drum. So, jetzt können diese Jungen sich zeigen. Wittenberg steht irgendwie nicht da, wo er jetzt Tore machen soll. Vertändelt auch noch. Und Vinados kommt ganz weit raus. So weit, dass Holzner sagt, Dankeschön. Und lupft ins Tor zum 1:0. Memming jetzt über Adams. Der bringt mal wieder ein bisschen Ruhe rein. Ünal. So soll der Pass aussehen. Tosell hat sich für die linke Ecke entschieden. Allerdings für die falsche Seite der Ecke. Nächste Chance. Göpfert verliert den Ball gegen Wittenberg. Der will's wissen. Da ist es! Da ist es! Wittenberg! 19 Tore in dieser Saison. Klasse. Warum das bei Tosell nicht funktioniert? Die beiden müssen uns vielleicht nochmal angucken. Wir müssen ja für die nächste Saison planen. Und wir müssen einem Tosell mit 7-7 auch erklären, warum er vielleicht nicht genommen wird gegenüber Wittenberg. So, Heinzelmann hatte seine Chance. 3-5. Bilic, du bekommst die Möglichkeit, das hinzukriegen. So, Wittenberg. Was ist mit Tosell? Eine 4-0, das reicht mir nicht. Da bringen wir Ünal hat das gut gemacht. Da bringen wir Baumbach hat auch noch die Chance, mit Scoring was zu erreichen. Ich glaube, das wäre dann so ein bisschen... Es sind alle auf dem Platz, die noch irgendwas erreichen können. Hinsichtlich Scorer und Co. Und das sollen die sich auch verdienen. Baumbach, da ist er auch schon. Gerade eingewechselt mit seinen rosa Schüchchen. Auf Bilic! Der sagt danke, dass ich drin bin. Glashandel Sprung macht hier Werbung. Und wir wollen nochmal hier ein tolles letztes Ergebnis. Keine Niederlage. Baumbach. Überstarke. Auf Bilic. Bilic! 10. Tor. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Bergner macht die Grätsche. Und es hat nicht wehgetan. Es ist drunter hergegangen. Hat vielleicht auch ein bisschen wehgetan, aber nur mental. Memming wieder am Drücker. Bilic. Doppelpass. Bilic auf Siems. Der darf auch nochmal. Score-Punkt für Bilic. Tor für Siems, der auch eine grandiose Saison gespielt hat. So einer könnte sogar in die Hall of Fame kommen. Er war es, der Memmingen aus dem Abstiegskampf begleitet hat. Jetzt in die dritte Liga. Manz. Baumbach. Weit drüber. Was ist mit Wittenberg? Jetzt geht es erstmal auf der Gegenseite weiter. Ergebniskorrektur? Fragezeichen. Edin tanzt. Edin springt. Galanis schießt. Tor. 3-2. Vinados
konnte den Ball vielleicht nicht richtig sehen. Da standen gerade noch wieder zwei Abwehrspieler so ein bisschen im Weg. Ah, das muss er trotzdem können. Vinados ist möglicherweise nicht die beste Verpflichtung gewesen. Wir werden uns noch die Durchschnittsnoten der Saison anschauen, wenn wir den Kader für die nächste Saison bedenken. Es geht nicht nur die Zahl, die immer am Charakter steht. Es geht auch drum. Ünal bedankt sich. 2 Punkte Zufriedenheit. Das ist gut. Der Leihspieler. Vielleicht will er bleiben. Vielleicht können wir die Option ziehen. Vielleicht können wir ihn so gut verbessern, dass wir ein Gewinngeschäft mit der Leihe machen können. Wir alte Finanzoptimierer hier. Strong on the road. Play one season without a defeat in the league in away. Wir haben kein einziges Auswärtsspiel verloren. Wir haben überhaupt nur 2 Niederlagen. 61 Tore Differenz. Und am Ende war es doch deutlich. 8 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Perfekte Serie. Das ist Fußball. Kann Vinados muss einfach konstanter werden. Ja, da stimme ich zu, lieber Lukas. Kästner können wir uns sparen. Da sind alle am Mosern und das werden wir ja jetzt auch in der nächsten Saison tun. Es hat leider nicht gereicht für Wittenberg. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob diese geteilt wird. Bei 3x19 Toren. Weil hier klar steht, erster, zweiter, dritter. Aber wenn man nach den Scorerpunkten geht, auch da war es ganz knapp. Und wir haben mit Wittenberg da wirklich einen super Transfer gemacht. Bilic 10, Baumbach 10, Siems 10, Tosell für eine 7-7 schwach. Aber Wittenberg auch super Scorer. Siems super Scorer. Bilic und Baumbach. Bilic dann eher der Teamplayer. Der macht das Ding dann zur Not nicht selber rein. Doch auch, ja. Ja, und Ingolstadt ist abgegangen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und es wird belohnt. Wittenberg, 19 Tore, neuer Rekord. Habe ich im privaten Spielstand noch nicht geschafft. Leider nicht gereicht. Aber das ist toll. Leute, vielleicht stellt sich die Frage gar nicht, denn Marvin Siems, 29 Jahre, jung, sagt, pass mal auf, Garderobe, nächste Saison, rechtes Mittelfeld, mach dir keine Sorgen, ich zieh mit. Das macht natürlich schon mal wieder einiges leichter. Was unsere Planung angeht. Und ja. Wir müssen mal überlegen, ob wir vielleicht mal eine andere Taktik uns aussuchen, die nicht so viel Einsatz bedarf, die wir aber vielleicht auch erlernen können. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel sehe ich unser Team jetzt nicht so. Ballbesitz, Fußball vielleicht. Vielleicht bleibt es auch dabei, aber das wird es zumindest über die Winterpause. Aber dann verliert. Wir haben uns jetzt darauf eingespielt. Ich will es jetzt auch nicht verlernen. Ne? Ist so. Das ist so. So, gut. Wir schauen noch mal, ob wir noch Kästner. Ja, den. Der ist auf der Transferliste. Ausgeliehen mit Kaufoption. Da muss hier der Marktwert noch steigen. Ich wollte mir anschauen, im Vergleich Wittenberg zu Tosell, was da das Problem ist. Also Tosell hat vielleicht auch das Sprachproblem. Er ist 30 Jahre, er kann sich natürlich nicht mal weiterentwickeln. Das wird auch keine Dauerlösung sein. Ne? Also wir werden ihn natürlich dann irgendwo durch einen Youngster ersetzen. Mann fürs Grobe, Trainingseindruck stark.
Er ist kein Nationalspieler, spielt alles, kann sich nur schwer umstellen. Musste sich alles hart erarbeiten. Manager-Kommunikation, wir reden vielleicht nicht oft mit ihm, ne? Interviews, Ansprachen, Spielergespräche, Team-Events, Aktionen im Bereich schnelle Entscheidungen. Es wird aber irgendwann negiert. Startelfquote 88, gespielte Minuten 86%, Torbeteiligung 18. 28. Wegen sportlicher Events plus 10. Ja, der kann super happy sein. Stammspieler, lange Vertragslaufzeit, sind sicher aufgestiegen. Charakter plus 3, Alter plus 3. Aufgeschauter Fluss, Frust plus 1. Zufrieden. Gierig. Motivation bis alles da. Und Wittenberg hat immer noch Entwicklungspotenzial. Und Posell auch. Zweckfaktor. Das ist so ein bisschen das Problem. Das haben die beide nicht. Da verkaufen wir die Trikots nicht, ne? Und wir können hier bei der Managerfähigkeit Persönliches mit der Zeit Dinge über den Spieler lernen. Hier wichtig für die Mannschaft ist ein schwieriger Spieler manchmal ängstlich. Das heißt, in Gesprächen sollten wir ihm Mut machen. Seine Form. Wittenberg hat eine ganze Zeit lang gebraucht, um in Form zu kommen und dann richtig durchgestartet. Er war eigentlich immer ganz gut und ist am Ende abgefallen. Wir können uns nochmal seine ganzen Tore angucken. Ja, er hat in seiner bisherigen Laufbahn in HSK 21 Spiele gemacht, 4 Buden, hier 30 und 9. Und 6 Vorlagen immerhin, ne? Also das muss man ihm dann auch zugute halten. Aber Wittenberg, er ist Torschützenkönig geworden. Okay, es wird gewertet, er ist es, hat's geschafft. Und er wäre auch jemand, der auf jeden Fall in die Hall of Fame käme. Und das sind alles so Sachen, die muss man natürlich irgendwie mit berücksichtigen. Ja, gegen Spiekermann. Da wäre halt nichts mehr, ne? Siems kommt da mit ran. Siems kann ja auch rechter Außenstürmer. Das darf man nicht vergessen, wenn wir darüber reden, wo wir ihn einsetzen, warum er auch möglicherweise so stark dann ist. Aber letztlich ist das Duell. Baumbach auch stark gewesen, 12 Buden gemacht, das ist schon gut. Ja, also in der Kaderplanung, wir müssen nichts mehr machen, haben wir ein Drama. Die Frage ist, ob wir ihn noch übernehmen hier, Rechtsaußenverteidiger, aber mit 19, das wird nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir machen eine Rückstellung. Von 300.000. Da haben wir noch ein bisschen Spielgeld, sollte jetzt irgendwie ein Mitarbeiter kommen, der irgendwie noch herumlamentiert. Jugendkoordinator top. Co-Trainer müssen wir nochmal gucken. So. Fans sind zufrieden. Ja, und hier so Mitgliedsarbeit zu machen, ich glaube, das rechnet sich noch nicht. Da müssen wir erst ins Stadion investieren. Also in der nächsten Saison müssen wir ins Stadion investieren. Freundschaftsspiel. Können wir machen. Das lassen wir mal durchlaufen. Und wir spielen. Um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Gegen einen Drittligisten, gegen. Wir können ruhig einen nahen Termin geben. Gegen Erfurt. Dann können wir schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, nochmal. Wo sind wir? Wohin gehen wir? Und wenn ja, wie viele? Wieder 2 Nieten.
Wird vielleicht auch in der nächsten Saison besser, ne? Wenn wir da bessere Optionen haben. Zum, die dann auch bei uns spielen wollen. Das gehört auch immer dazu. Also einmal mein Manager-Level natürlich, aber auch das Vereinsrenommee. Ich würde mal sagen, ein Club wie Porto, der möchte mich halt haben, aber nicht ein Siems. Weißt du, wie ich meine? So, Gessner müssen wir entgegenkommen. Dem Keeper, der kriegt im Moment 32.000, 60.000. 54.000 sollst du haben. Wir brauchen ihn ja noch als Ersatzkeeper nächste Saison. Spiekermann, den haben wir auch gar nicht mehr am Schirm. Was machen wir mit dem eigentlich? Der ist ja völlig abgemeldet. Der Spiekermann. Wir fördern Günther Greb, den Jugendspieler. Und Drama des Tages, ein verletzter Spieler, Frese. Da sagen wir natürlich, hoffentlich geht es dir bald besser. Und wir besuchen einen Fanclub. Und dann geht es gegen Erfurt. Da würde ich wirklich auch in Bestbesetzung auflaufen. Wenn wir sagen, Co-Trainer macht das, dann stellt der Co-Trainer wieder hier alles um. Daher ist das okay. So, wie sieht denn so ein Drittliga-Verein aus? Es geht eigentlich. Erfurt hat aber wahrscheinlich auch keine gute Saison gespielt. Kann man, wo war denn das? Allgemein, dritte Liga, Saison. Die sind abgestiegen. Ja, und das ist auch ein Punkt, ne? Also Platz 15 wird wahrscheinlich das Saisonziel sein, dass wir nicht absteigen. Wir spielen offensiv, wie immer. Ich spiele also jetzt gegen den Absteiger. Wenn wir da besser sind als die, dann würden wir zumindest gegen einen Absteiger aus der dritten Liga. Dritte Liga wird eine ganz andere Nummer werden. Da bin ich ganz sicher. Jetzt aber erstmal Rosa auf Siems. Tor. 1-0 durch Rosa. Lena sieht da keine Schnitte. Freistoß, starke, auch eine tolle Ergänzung des Kaders gewesen. Das einzige, die einzige Seite, die wir wirklich nie so richtig wahrgenommen haben, war rechts außen. Da hat Manz jetzt immer ausgeholfen, der das jetzt als Position auch hat. Manz aber auch nur als Ergänzung gedacht, ne? Den haben wir quasi jetzt dahin umgelernt. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Siems. Auf Baumbach. Bilic. Na klar. Tor. 2-0 gegen den Drittligisten. Beziehungsweise man muss jetzt eigentlich schon sagen, zukünftigen Viertligisten. Trotzdem, in meiner kleinen Welt ist das für mich Drittliga-Luft schlummern. Und es sind wieder die gleichen Verdächtigen. Tosell jetzt mal mit dem Freistoß. Am Tor vorbei. Das müsste er eigentlich mit seiner Erfahrung von 30 Jahren, was müsste er eigentlich können? Du spielst super. Vinados, das kannst du besser. Bei dem, das ist für mich immer noch ein Wackelkandidat. Der mag ja wichtig für die Mannschaft sein. Er spricht halt die Sprache nicht. Es gibt keine offenkundigen Abzüge im Moment dafür, wenn ich es richtig gesehen habe. Sonst gibt es ja auch schon mal. Er spricht die Sprache nicht, ist unzufrieden. Hä? Der meckert ja nicht deswegen. Aber koordiniere mal deine Abwehr. Mit Händen und Füßen. Memming.
Manz zieht rein auf Posa. Knapp um 3 Meter verfehlt. Nächste Chance. Memmingen. Über Manz. Baumbach. Und Jacobi. Geht dazwischen. Vielleicht können wir Erfurt dann welche unserer Spieler anbieten. Und da wollte er clearen und es wird ein Eigentor. Er wollte ihn rausgrätschen. Ja, wenn die ganze Saison so gespielt haben, dann wundert mich nichts, muss ich sagen. Adams nochmal die Chance. Ansonsten schöne Partie. Siems nochmal. Jetzt mit seinem Stufenanstieg Bilic. Vorbei. Siems und Bilic, auch eine Bank. Da müsst du auch nochmal die Noten angucken. Ich weiß nicht, ob der Notendurchschnitt in der Saisonübersicht dann angezeigt wird. Und durch so ein Testspiel kriegen wir auch gute Fortschritte. Wir wünschen Jano Friese gute Besserung und schicken ihn dann auf die Transferliste wieder. Ist auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Arthur Schink hat sein Ziel erreicht und lernt jetzt Ballgewinne. Das ist ja schön. Die Schnelligkeit hat sich abtrainiert. Den Fehler oder die fehlende Schnelligkeit. Das ist gut, das passt zu unserer Spielphilosophie. Macht mir ein bisschen Sorge. Da müssen wir besser werden. Wir brauchen noch mehr Spieler, die mehr grüne Doppelfähigkeiten gelernt haben. Da kommen wir jetzt hin, denke ich mal, mit den 1-2-Sterne-Spielern. Paris, München ist das Finale. Und jetzt geht es auch nochmal wieder ein bisschen an den Trainingszielen zu arbeiten. Wir fördern Siems, der hat sich's verdient, auf jeden Fall. So, dann schauen wir nochmal in die Statistikzentrale. Spieler, Vereine, Spieler, Noten. Durchschnittliche Note. Hanno Marschall, na gut. Evers war gut, wenn er reinkommt, ist Frese. Gessner, wenn er gespielt hat. Heinzelmann, Eibel. Spieler mit wenig Einsätzen. Warum haben die so gute Noten? Ganz einfach. Wir haben... Wir können auch einfach nur unseren Verein nehmen. Können wir nicht? Okay. Wir haben die natürlich nur reingebracht, wenn wir Gegner hatten, wo wir uns sicher waren und wo das Ergebnis dann vielleicht auch höher ausgefallen ist. Das spielt damit rein. Ünal. Dann auch gut. Dann Molitor, Langbein. Thom. Und Bruder. Wir könnten das aber in der Vereinsübersicht wahrscheinlich eh besser sehen. In der Mannschaft. Wo? Hier ist wieder alles in Ordnung. Klar, durch den Aufstieg. Kader. Durchschnittsnote. Hanno Marschall. Nils Poser. Top. Damien Evers auch top. Tosell hat so gute Noten. Gegenüber Wittenberg. Dann Heinzelmann, Friese. Spiekermann, Greb und Huhn konnte natürlich, haben nicht so viele Spiele gespielt, klar. Aber Vinados als Keeper. Der hat genug Spiele gemacht, um eine gute Note zu haben. Er ist vielleicht nicht die Lösung, die wir wollten. Er ist vielleicht nur eine Ergänzung. Wir haben klar gesagt, hey, du bist die Nummer 1, wir geben das Vertrauen, aber...
Haben wir denn von ihm Werte aus anderen Saisons? Nee, er hat den Monster nie gespielt. Durchschnittsnote 3,3. Boah. Ich würde halt gerne sehen, also hier in der Übersicht würde ich gerne alle, hier würde ich gerne auch die Noten sehen können, ehrlich gesagt. Ja, jetzt müssen wir uns das quasi ein bisschen merken, ne? Also wie Nados, Manz 3-0, Adams war schon mal besser, habe ich den Eindruck. Wittenberg hat da was mit Toren, Hünal. Alles gut, was das angeht. Aber hier, wie Nados, weiß ich jetzt nicht, du. Ja, Arthur Manz ist jetzt rechts außen. Zusammen mit Schink. Das ist nicht schlimm, weil Eibel geht. Dann brauchen wir wieder einen neuen Innenverteidiger. Der hat sich quasi... Ja, und das ist wieder so ein Problem. Nils Poser hat gut gespielt. Und Damian Evers ist dann auch nicht gut genug, ne? Der kommt auf die Transferliste zum Verkaufen. Vielleicht kriegt er die Chance in einem anderen Verein. Ünal, die Option lassen wir uns offen. Thom mit einer 3-1. Er hat nur 4 Spiele gespielt und richtig eklatante Schwächen. Hat kein Potenzial, nach vorne zu kommen. In Hoffenheim nicht gespielt. Bei uns in der letzten Saison 24 Spiele, 3 Tore. Und da würde ich jetzt gerne die Note sehen, ne? Ist für 170.000 zu uns gekommen. Also ganz ehrlich, diese Note... Ich würde versuchen, ihn zu verkaufen. Weil ich sehe hier die Zukunft. Bei ihm nicht mehr. Greb ist gerade zu uns gekommen. Spiekermann. Wenn der ausgeholfen hat. Puh. Er war auch nie wirklich gut. Der kann vielleicht noch irgendwo anders eine tolle Karriere machen. Kommt auf die Transferliste. Zika, hier fliegen jetzt einige raus. Das müssen wir dann uns anschauen. Nicht ankauen, anschauen. Jugend haben wir erledigt. Ja, Jugendcamp müssten wir ausbauen. Ansonsten geht es ganz normal durch das Training. Und dann bereiten wir uns auf die dritte Liga vor, Leute. So ein Ding ist das nämlich. Thom hat sich jetzt auch nochmal verletzt. Ist ja die Frage, ob wir nochmal in ein Trainingslager gehen oder so. Hauptstadt hat eine Krisensitzung. Ja, die waren am Anfang ja sehr stark irgendwie. Und dann irgendwie haben die immer so, das war so ein Favoritenkiller. Aber nö, die haben sich jetzt doch irgendwo einsortiert, wo sie hingehören. Tor des Monats. Baumbachs Tor ist dabei. Das gucken wir uns mal an. Freistoß, Baumbach. Ja, genau. Gegen Wilzing. Wittenberg und Ruzica. Was holt Wittenberg jetzt noch aus? 27%, Ruzica 31%. Das ist ein 31er. Was willst du machen? Oh nein. Günter Greb.
Also ich freue mich. Es ist doch eigentlich gut, aber was jetzt? Behalten? Eine Saison behalten? Aufbauen, verkaufen? Torriecher kann er lernen. Kopfball kann er lernen. Im Dribbling könnte er arbeiten. Den können wir gut machen noch. Der ist 19. Und das sind diese Marktwerte, ne, wo wir dann was rausbekommen. Bruder fördern wir nicht. Wir fördern... Bilic. Um unser Problem für die nächste Saison vielleicht zu lösen, könnten wir Bilic fördern. Haben wir dreimal. Nikolai Thom ist verletzt. Ja, komm, wir besuchen ihn auch. Wir sind fair zu allen. Und wir machen ein Sommerfest. Ansonsten Bandensponsoren und so weiter machen wir nicht. Gute Besserung. Ja, das ist jetzt, also wenn Bilic das noch schafft auf die nächste Stufe, es macht es natürlich nicht leichter. Ich habe schon so ein bisschen, also bei Siems und ihm habe ich schon so ein bisschen gedacht, so Hall of Fame ist ein guter Platz. Aber dann steigen sie wieder um Punkt auf, sind vielleicht auf dem Liganiveau. Oh nein, so, das ist schon wieder hier. Umfrage zum Mitarwünschen, ja. Hat einen Spielkonsolenkoffer mitgebracht? Nein. Wollen Sie Ihr Musikstreaming aber verlängern? Nein. Wollen Sie einen Schreibtisch durch einen modernen Stehtisch mit einstellbarer Höhe ersetzen? Ja. Das Buch Die Kunst, Nein zu sagen, für die Vereinsbibliothek erwerben? Nein. Die sollen tun, was ich sage? Hä? Was? Wo kommen wir denn da hin? Ja, gute Trainingsarbeit. Andreas Meyer. Ah, gut. Wir arbeiten dran. Damien Evers ist okay. Drama der Woche haben wir nicht. Nicolas Leb möchte mehr Geld. Ja, und dann geht's in Richtung Saisonfinale, Leute. Da bin ich gespannt, was wir da jetzt noch an Boni und so bekommen. Deswegen dranbleiben lohnt sich. Zwischen den Saisons ist es wirklich so ein bisschen in der Menü... Klicker, Jugendtrainer hat verloren. Wir müssen also jetzt auch noch einen neuen U19 Jugendtrainer suchen. Aber wie gesagt, das in der nächsten Saison. Denn ja, durch den Aufstieg kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Renommee, dass auch andere Leute zu uns kommen. Bosporus München haben wir uns angeguckt. Red White Madrid möchte uns verpflichten. Solchen Mannschaften gehe ich mich nicht ab. Ich bin bei Memming. Jan Spielmann, 16 Jahre, 3,9, Anführertyp. Da kommen die nächsten ran jetzt, ne? So, wir fördern Adams. Das sehe ich nicht so. Wir fördern Bilic. Um nächste Saison zu gucken, wo er dann steht, wo wir dann stehen. Drama der Woche haben wir nicht. Geld anlegen. Rote Laterne wollen wir nicht. Ja, kein Trainingslager dieses Mal. Das machen wir dann vor der Saison. Weil unser gesamter Kader, der muss besser werden. Ich will wissen, wo stehen wir, wohin gehen wir, was tun wir. Nochmal zwei Managerpunkte. Gleich ist es soweit. Noch einer und dann ein ganz kurzer Wochenlauf. Und dann werden wir auch gucken, was wir auf dem Markt der Spieler bekommen. Baumbach. Was sie auf dem Markt der Spieler bekommen, die keinen Verein mehr haben. So, wir geben den Jungs Zeit zum Verschnaufen. Wir werden dann zur Saisonvorbereitung das eine oder andere Freundschaftsspiel machen, gegen schwächere Gegner, zum Aufbauen, zum Einspielen. Innerhalb von 5%, innerhalb von
Durch geschickte Postings, durch eine Social Media Agentur. Ja, also Social Media Agenturen sind super. Die braucht auf jeden Fall jeder. Jeder sollte eine haben. Also nicht betreiben, sondern, ne? Keins. Nein. Starke. Hat auch tolle Partien gemacht. Ja, und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, endet die Saison. Wir steigen auf. Und wir schauen, was jetzt passiert. Die Saison ist damit beendet. Nach einer kurzen Pause geht es für Sie bei Memmingen in die dritte Saison. Sie erhalten einen Saisonbonus von 20 Managerpunkten. Für die nächste Saison erhalten Sie Fernsehgelder in Höhe von 484.000 Euro. Gegenüber der letzten Saison haben Sie sich um 2 Plätze verbessert und dabei 9 Punkte mehr geholt und Sie haben 20 Tore mehr erzielt. Die Titelgewinner: Preußen Dortmund und den Pokal Bavaria München. Internationale Torschützen Luca Yates. 13-6 ist das Niveau, wo wir rein müssen. Nicht, wir reden jetzt nicht von 5 oder 6 oder 7er Spielern. Jun Rucica, 7,6 stark, ist Spieler der Saison geworden mit 8000 Stimmen. Und hier ist sie. Und da bin ich etwas überrascht. Da bin ich wirklich überrascht. Tosell, 6 Mal in der Elf des Tages. Posa, 7 Mal. Baumbach, 4 Mal. Rucica, 8 Mal. Und was wir hier nicht sehen, Bayreuth, 2 Mal nur. Ingolstadt hatte hier Caracas, da waren wir auch dran. Ich erinnere mich. Tor der Saison. Das gucken wir uns an. Keins von uns dabei. Das wäre auch Wahnsinn, wenn es so wäre. Und es gewinnt Maurice Bartsch. Schauen wir mal. Rempel. Da ist er, Bartsch. Ui! Das. Ein Hammerschuss. Torhüter der Saison. Ich glaube nicht, dass unser Keeper das werden kann. Da geht es um die weltweiten, ne? Dan Jones. Und da ist er wieder. Luca Yates. Weltweit bester Stürmer. Was braucht man dafür? Man braucht dafür 60 Tore, 60 Spiele, 30 Tore und 17 Vorlagen. Das braucht man dafür. Aber auch der hat nicht so einen tollen Notenschnitt. Also vielleicht ist es auch nicht das The Yellow from the Egg 2-7er. Ja, okay. 2-1. Man muss also auch den Notenschnitt hoch haben. Rucica, Rookie des Jahres. Fragezeichen. Ich würde sagen, ja. Leider ganz knapp nicht, aber plus 40 Stufen Fortschritt. Sehr gut. Jugendarbeit, da sind wir noch nicht vertreten. Wir haben erst ein Jugendcamp. Wir brauchen mindestens 10. Auf jeden Fall, die Stufe von Brasilien sollten wir ausbauen. Es kommen die ersten Spieler zu uns. Und hier brauchen wir gar nicht erst gucken, ob wir da was abwerben können. Social Media von unseren ist keiner dabei. Aber bei den eigenen Spielern Damien Evers. Okay. Adams, klar. Starke, erstaunlich. Bilic. Hätte ich weiter vorne vermutet. Und wen sehen wir wieder nicht? Wittenberg. Wittenberg macht einfach sein Ding. Ja, auch keinen Zweckfaktor, aber Evers hat einen Zweckfaktor. Ne?
Tja. Saisonrückblick. Ja, und das Gerald Greve wechselt nach Dochsten und Reinicke zu Fulda Lenerz und Petri nach Balingen. Das hat uns erst ermöglicht, dass wir ja noch ein bisschen Budget bekommen haben. Und dann kam die große Sensation. Wir haben in der ersten Runde Union Berlin aus dem Pokal geworfen. Hier nochmal Baumbach, Tor in der 120. Minute. Das war schon sehr, 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 sehr cool. Ja, Saisonende, Leute. Das war's mit nie mehr vierte Liga. Hanno Marschall, er hat 227 Ligaspiele bestritten. Er hat in diesen Spielen als zentraler Mittelfeldspieler nie ein Tor geschossen. Geht mit 35 in Rente. Seine ganze Liebe galt nur Memmingen. Er würde gerne junge Spieler beraten, da sie von seinen Erfahrungen profitieren können. Als er geht, weint er. Da ist es! Das Treppsche! Wir bekommen 100 Punkte. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Was macht der Vorstand locker? Das werden wir jetzt noch entscheiden. Und in der nächsten Folge geht's in die Kaderplanung. Junge, 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 bin ich aufgeregt. Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 25-26. Was tippt ihr? Also ich würde sagen, gut arbeiten können wir mit 5 Millionen. Und ich tippe, wir kriegen 3. So, erstmal kriegen wir Punkte zum Verhandeln gleich. Dann kriegen wir besonderer Saisonbonus, 1 Punkt. 2 Aktionspunkte Grundaufstieg. Ja, gut getippt, 3 Millionen kriegen wir. Ziel ist Platz 14. Okay, damit bin ich einverstanden. Vereinsvermögen 7 Millionen, da wollen wir ran. Wir müssen das Stadion ausbauen. Wir müssen das Jugendcamp ausbauen. Wir müssen ein zweites Jugendcamp bauen. Irgendwo in, weiß ich nicht, Ghana, Südafrika, irgendwie sowas. Wir haben noch eine Rückstellung. Letzte Saison. Prämien Fernsehen. Es wird erwartet, Ticketeinnahmen 325.000. 36.000 war es letzte Saison. Ich weiß nicht, ob die schon im größeren Stadion rechnen. Zwei Punkte. Also, ich glaube, das ist ein guter Deal. Das Präsidium ist halbwegs happy. Wir gehen eh sparsam damit um. Von dem Vereinsvermögen ziehen wir 2/3 als Invest ab. Wir nehmen ja nicht alles. Und wir haben noch eine Rückstellung. Reicht das? Oder wird uns das auf die Füße fallen? Das werden wir jetzt sehen, wenn wir sehen, wo die Stärke ist. So, wir machen ein neues Design. Oder sagen wir, Aberglaube. Nee, neues Design. Das Star Trek Design hat es mir schon ein bisschen angetan. Aber die Streifen müssen trotzdem her. Ja. Sieht ganz komisch aus.
Ja, das alte spielt für mich keine Rolle. Die aktuelle Form ist nur ein Faktor. Jeder bekommt eine Chance. Ich weiß nicht, ich glaube, wir setzen ja auf eine Stammelf. In der dritten Liga. Aber wir haben auch einen breiten Kader. Wir wollen uns mittelfristig verbessern, ja. Wir spielen offensiv. Aus der Jugend soll es immer einer schaffen. Und ja, wir kaufen nicht nur Spieler, die wir teurer weiterverkaufen können, auch wenn es eigentlich unsere Finanzstrategie ist. Aber wir wollen natürlich auch Ergänzungsspieler kaufen können, ohne dass es auf die Füße fällt. Präsidium ist jetzt eher so mäh. Ja, und die Nummern jetzt anzupassen. Ich würde gerne, wie gesagt, die alten Nummern beibehalten, damit wir immer so wissen, wo waren wir denn mit den Spielern. Und jetzt geht's drum. Eine Sache gucken wir natürlich jetzt noch. Also wir fördern weiter. Adams ist okay. Village, der soll den Sprung noch schaffen. Aber was liegt alles an? Saisoneröffnung, Sponsorentag, Banden noch verkaufen. Aufstellung der ersten Mannschaft hat eine Schwäche auf der linken Seite. Unsere neue Mannschaft sieht so aus. Links außen da, rechts außen da, Innenverteidiger, defensiv, linkes offen, rechtes. Wir haben jede Position besetzt und jetzt geht es darum, die einzelnen Positionen gezielt zu verstärken. Langbein und Ruzica auf jeden Fall verlängern. Kästner und Ünal sind sehr beleidigt. Das ist nicht gut, die müssen wir irgendwie wieder happy machen. Aber was euch jetzt interessiert, vor der nächsten Folge natürlich. Erstmal hier, Team geht runter, Kondition geht runter. Wir sind total Aufstieg. Wir haben gefeiert, keine Ahnung, was da alles passiert ist. Teamwert 18 Millionen, Kontostand 6, Vereinsbudget 5. Die Frage ist, wo stehen wir von der Stärke? Und das gucken wir uns jetzt noch an. Wir stehen mit der 11 aus der vierten Liga, ohne Veränderung bis jetzt, auf Platz 7 mit der aktuellen Aufstellung. Da weiß ich gar nicht, ob die optimal ist. Der Co-Trainer sagt ja. Das ist gut. Da können wir mit arbeiten. Die Top 11 schwächer. Die Top 16 noch schwächer. Wir brauchen also einen breiteren Kader. Insgesamt der Kader nicht gut. Die häufigste Position ist Innenverteidiger. I couldn't have guessed that. Und unser Kader ist nicht breit genug. Guck mal. Nur Freiburg 2 hat weniger. Den können wir vielleicht ein paar Spieler andrehen jetzt. Aber wir müssen viel mehr Spieler haben. Der beste Spieler der Liga ist bei uns. Fast. Fast. Duisburg hat auch noch einen guten. Hier Karlsruhe und Aue. Wir sind auf dem Niveau der dritten Liga jetzt schon mit dem Team. Das heißt, wir können das punktuell verbessern. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Ihr habt mit mir gemeinsam den Aufstieg geschafft. Jetzt wird spannend in der dritten Liga. Da werden wir erstmal auf die 12 bekommen. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.